Hallo und herzlich willkommen wieder zu N-Switch On. Wir machen weiter mit unserem Let's Play zu Children of Zodiacs. Und heute gehen wir mal ein oder zwei Scharmützel durch, um ein bisschen aufzuleveln. Denn mit dem letzten Level hatte ich ein kleines bisschen Probleme. Wollen wir doch mal schauen, ob sich das nicht verbessern kann. Auf in den Kampf! Besiege alle Feinde. Soweit so klar. Okay, Stufe 7. Scheint sich also meinem Level überwiegend anzupassen. Dann wollen wir mal. Einer weniger. Ich frage mich übrigens, ob man irgendwann noch weitere Charaktere dazu bekommt. Oder ob das wirklich nur die drei sind. Müssen wir mal weiterspielen. Wow. Was für ein interessanter Würfel. Egal. Ziehen, heilen, Rüstung, Extraktion. Ah, die Karte ist verbessert worden. Was steht da jetzt? Wenn ich einen Stern kriege, ziehe ich Lebenswille aus dem Deck. Das ist schön. Damit wird das Heilen etwas leichter. Hat er aber nicht gemacht. Dann muss ich mir das nochmal angucken mit dem, wie das funktioniert. Keine Ahnung. Egal. Ich bin eine Mauer. An mir kommt keiner vorbei. Schützen scheint tatsächlich gar nicht so schlecht zu sein, wenn ich kaum Schaden dadurch kriege. Also null Schaden dadurch kriege. Nicht schlecht, ich sage, ich bin eine Mauer. Ha! Sollen wir Bryce aufleveln? Da, 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 da. Sehr schön. Thank you.
das nächste Level. Dann saugen wir dich mal aus. Aber voll. Maximalen Schaden. Mhm. Als Dankeschön bekomme ich einen Würfel, den ich nicht so brauche, aber der wird ja dann sowieso wieder aufgelöst. Aha. Das Elite-Scharmützel ist weg. Schade. Egal. Gucken wir mal kurz, was wir hier Neues haben. Du hast eine neue Karte. Aktiviert Verhüllen. Während die Einheit verhüllt ist, wird ihr Angriff um 30% erhöht. Außerdem verursacht der nächste Angriff gegen sie keinen Schaden und beendet Verhüllen. Die Einheit verliert Verhüllen, wenn sie eine Karte ausspielt. Dafür werden alle, wenn verhüllt, Effekte dieser Karte ausgelöst. Solange Nami verhüllt ist, sind die Karten nahe Feinde aufgedeckt. Oh, das ist natürlich interessant. Also, ich verhülle mich, dadurch habe ich 30% mehr Angriff und sollte mich jemand finden, also mich jemand angreifen, kriege ich keinen Schaden. Und wenn ich mich nahe an jemanden ranschleiche, weiß ich, was er auf der Hand hat. Na, das ist doch geil. Die sollte definitiv mit ins Deck. Was bedeutet jetzt dieser Effekt? Ah, wenn ich verhüllt bin, so wird ein Schuh draus. Also der Effekt, ich kriege eine extra Aktion, wird ausgelöst, wenn ich einen Stern habe, mindestens. Und wenn ich dabei auch noch verhüllt bin, dann ziehe ich auch noch Lebenswille aus dem Deck. Na, das klingt doch mal, das macht das Spiel wirklich interessant. Also sehr taktisch, sehr strategisch. Da muss man echt an seinem Deck basteln, um da gute Kombinationen rauszukriegen. Gefällt mir sehr gut. Nun will ich mein Deck natürlich auch nicht völlig überfüllen mit Karten. Ich sehe ja schon, dass es 22 Karten sind ja schon fast zu viel. Nehmen wir mal von allen Angriffskarten was raus. Und machen drei Verhüllen mit rein. Machen wir vier Verhüllen mit rein. Fünf. So, passt. Was hast du Schönes? Ah, mit der Karte mache ich jetzt auch noch Blutenschaden. Das ist schön. Was haben wir hier? Aha, Brenne funktioniert am besten, wenn ich unter 50% bin. Ja, man sollte sich die Karten auch mal durchlesen, die man da so hat. Dann weiß man das irgendwann auch. Nicht schlecht. Schnelles Zielen sorgt jetzt dafür, dass die Gegner festgehalten werden, sofern ich zwei Sterne würfel. Und wenn ich heile und dabei einen Stern würfel, kriege ich eine Angriffskarte dazu. Ist doch schön. Kugelhölle. Wow. Das
unten rechts ist der Zielbereich. Da seht ihr, dass ich damit wirklich in einem relativ großen Abstand um mich herum Leute treffen kann. Vorteil ist, ich mache vielen Leuten gleichzeitig Schaden. Nachteil ist, wenn irgendeine meiner eigenen Figuren im Weg steht, kriegt die natürlich auch die volle Salve ab. Das ist natürlich tricky. Aber dann nehme ich mal ein paar der Brennlandgranaten wieder raus. Und mach davon spaßeshalber welche rein. So, Pesta kann sich jetzt auch einen dritten Würfel zusammenschustern. Nehmen wir den. Der sieht stark aus. Gut. Dann spielen wir noch ein Scharmützel. Sicher ist sicher. So, was haben wir hier rumlaufen? Stufe 7, Stufe 7, Stufe 7, Stufe 7, das Übliche. Dann fangen wir mal an. Nicht, dass Bluten bei diesem Charakter irgendeinen Sinn hätte. Bryce macht so viel Schaden. Wo sie hinschlägt, wächst sowieso kein Glas mehr. Gras mehr. Glas. Ja, genau. Ich brauche mehr Kaffee. Moment. Ah, schon besser. So. Wie weit kommst du denn? Du kommst bis dahin. Das heißt, wenn ich hier hingehe und Verschmelzung mache, dürftest du mich eigentlich nicht finden. Eigentlich. Schwupp. Ich bin nur ein Schatten. Keiner sieht mich. Sorge ich mal noch dafür, dass du... Ha, machen wir das so. Ha, halten. Damit bleiben die auf jeden Fall stehen. Na toll, er greift mich trotzdem an. Damit ist mein schöner Effekt von Verhüllen wieder verschwunden. Finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ich wollte das ausprobieren. Was soll ich denn jetzt meinen Zuschauern sagen? Sag mal. Aber ganz ehrlich, wenn ihr euch da alle so positioniert... Thank you.
Mal sehen, ob ich euch nicht auch noch alle festhalten kann. Leider nicht. Aber egal. Kugelhölle. Moment, kann ich? Ja, ich kann. Ein Stern, bitte. Ach. Ich möchte euch grillen. Das funktioniert aber nicht, wie ich mir das vorstelle. Ach so, das sind zwei Ebenen nach oben, deswegen kann ich nur eine Ebene, weil ich verstehe. Aha. Wie blöd. Na dann eben so. Nervst schon mal nicht mehr. Jetzt wird's lustig. Autsch. So, jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal... eine Person hier ausschalten, damit ich mit Pest da rauskomme und mich heilen kann. Toll, der ist wieder voll geheilt, der ist wieder voll geheilt. Der hält noch zu viel aus. Okay, das wird interessant. Auf jeden Fall nehmen wir dich erstmal aus dem Weg. Mist, ich wollte nicht nochmal würfeln. Egal. Machen wir eben schnell. Ich habe zum Glück Lebenswille auf der Hand. Pester oder? Nö, ich mach den hier kalt, nach Möglichkeit.
Na, komm schon. So hier. Wahrscheinlich sterben gleich zwei meiner Charaktere. Das war sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Und keine Heilung dazu. Es ist unglaublich. Wozu würfle ich neu? Das frage ich mich jedes Mal. Gut, wenigstens verliere ich keinen. Nee, aber. Ha, perfekt. Der Typ ist eh geheilt. Da stört mich das nicht. Pesta kann ich damit heilen. Nami kann ich damit heilen. Und der andere wird davon nicht affektiert. So muss man erstmal rechnen. Heilung für alle. Bitteschön. Perfekt. Das Leben geht weiter. Kugelhölle hat 3. Also könnte ich so, könnte ich Nami mitgrillen. Nee, muss ja nicht sein. Aber ich zieh mal ein paar Karten. Und jetzt kann ich mit ihm hier. Nee, Bryce muss auch nicht mit drauf gehen. Du gehst mal nach hier. Ziehst ebenfalls ein paar Karten, Süße. In diese Richtung, bitte. Da. Weil ich vor dem Typen stehe, werde ich auch noch gekontert. Herzlich. Ich könnte mal nochmal würfeln. Und dich auch. Komm. Machen wir mal Schaden hier. Ach Quatsch. Schaden. Wer braucht schon Schaden? Ich habe ja mehr Glück als Verstand, dass Pesta immer noch lebt. Aber ihr steht gerade sehr günstig, meine Freunde. Das tut mir jetzt leid für euch. Aber nun ja. Mua.
Amnesie. Dadurch könnte die Person vermutlich eine Karte verlieren. So, versuchen wir es mal wieder mit dem riskanten Schlag. Nein, kein extra Angriff. Moment. Ich probiere es trotzdem. Hat das tatsächlich noch geschafft? Na, ist ja herzlich. Ich räche dich. Exekutiert. Pester hat zwei neue Würfel dazu bekommen. Schön. Gut, das soll es dann für jetzt auch gewesen sein. Ihr seht, man kommt auf jeden Fall ganz gut voran, wenn man die Karten erstmal begriffen hat. Das Spiel ist wesentlich taktischer, als ich mir das vorgestellt habe. Die haben sich wirklich ein gutes System damit ausgedacht. Die Karten regelmäßig aufzuwerten, also ihnen zusätzliche Effekte zu geben, die von anderen Karten bedingen, also abhängen. Das mit dem Würfelglück nervt mich tierisch, das mag aber auch an meinem eigenen persönlichen Glück liegen. Ja, falls euch die Episode gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen hoch da, das Übliche. Kommentiert fleißig, teilt die Playlist, macht uns bekannt. Ich mache gerne weiter für euch Content. Wir sehen uns das nächste Mal hier bei nswitchon.de.